So, willkommen zur 169. Fraktionssitzung der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Wir beginnen wie immer mit dem öffentlichen Teil. Zunächst mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Durch die Fluktuation muss ich nochmal, nein, muss ich nicht. Wir sind beschlussfähig. Wir begrüßen einen Gast, und zwar sind heute die Wirtschaftsunion bei uns im Landtag. Hallo Frank. Und wir begrüßen Frau Budelmann, habe ich das richtig, aus Münster, die uns heute bei der Fraktionssitzung ein bisschen zuguckt und die direkt erfahren musste, wie unsere akademische Viertelstunde aussieht, wenn die Technik mal nicht mitspielt. Unsere akademischen 13 Minuten, ja, okay. Ja, wie immer, wir beginnen mit, nein, ich beginne jetzt anders, aufgrund des Zurufs von der rechten Seite. Oh, das nochmal rechte Seite, gibt es direkt einen Gedanken. Von euch aus links, sag. Von euch aus weiter hinten, von euch aus links. Dass Tagesordnungspunkte nicht auf der TO stehen würden, die beantragt waren, Daniel. Ja, alles gut. Also übrigens sind wir ganz links. Wenn du also von dir aus links weiter guckst, sind wir ganz Theorie. Links. Enquete-Kommission hätte ich gern. Wie beantragt, heute 5 Minuten und in 14 Tagen 30 Minuten. Heute Mitarbeiter öffentlich und in 14 Tagen vielleicht öffentlich. Kommt drauf an, wie die sich weiter verhalten. Gut, wir kommen ja eh zur Abstimmung über nicht öffentliche Mitarbeiter und nicht Mitarbeiter öffentliche und nicht öffentliche Teile. Erster Punkt ist die Bundesversammlung am 12. Februar 2017. Ich brauche 2 Minuten. Wir haben die Neubesetzung Vorstand bzw. Nachbesetzung. Vielen Dank. Die Nachbesetzung Vorstand. Warum steht das im nicht öffentlichen Teil, Grumpy? Im Mitarbeiter öffentlichen Teil? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ja, wir wollten das machen. Gut, haben wir also nicht. Dann haben wir noch EK5 Daniel Toso. Verfassungsändernde Anträge zum nächsten Plenum hätte ich auch gerne einen nicht öffentlichen Teil. Mitarbeiter oder nicht? Nicht. Okay. Okay, verfassungsändernde Anträge im NÖ-Teil 10 Minuten, Personalbindungskonzept 20 Minuten, sagen wir mal 30. Beschlussvorschlag Personalie sind 5 Minuten und noch ein Beschlussvorschlag Personalie ebenso. Ich komme im nicht öffentlichen Teil auf 50 Minuten, ich komme im Mitarbeiteröffentlichen Teil auf 10 Minuten. Nico? Ich bräuchte noch. Ups. Nicht zuhalten. Ich bräuchte eine Minute für eine kurze Abstimmung, weil ich glaube, wir haben die. Wir haben zwar die Ausschussbesetzungen vorgenommen, aber ich glaube, ein explizites Votum zu auch der Sprecherrolle fehlt noch. Das würde ich noch gerne nachgeholt haben. Das dürfte ja innerhalb von einer Minute zu klären. Ja, ja. Gut, dann haben wir Mitarbeiter, öffentliche und nicht öffentliche Teile von einer Stunde. Gibt es jemanden, der sich gegen diese Vorgehensweise ausspricht? Das sehe ich nicht. Dann kann ich wieder hochscrollen. Heute haben wir ein langes Protokoll. So, zack, zack. Und wir sind bei Top 1, wie immer, die Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal. 168. Sitzung vom 31.10. Gibt es jemanden, der dazu noch Anmerkungen hat? Nein, das ist sehr gut. Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Möchte Mario vom K-Office? Mario möchte vom K-Office. Mario möchte. Hallihallo und guten Morgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr mich hört. Ich gehe aber davon aus, wenn ich nichts Gegenteiliges höre. Hier ist Duisburg. Wir sind am K-Office, die ersten Bürger trudeln ein. Es ist eher nicht so hübsches Wetter, aber die Leute sind interessiert. Das finde ich gut. Wir haben heute zum Berichten. Letzte Woche waren wir auf Island, haben von da aus getwittert und haben in den Social Media entsprechende Reichweite bekommen. Das war gut. Die Pressemeldungen ansonsten hielten sich im überschaubaren Rahmen. Wir haben heute eine Veranstaltung in Ratingen, wo wir den Film Snowden zeigen. Ich kann das Tina und Frank dazu jetzt kurz eben etwas erzählen. Mario, machst du dein Mikro so lange aus? Ja. Aus. Ja, heute um 17 Uhr haben wir im Kinocenter Rating, es heißt Kinocenter, ist aber ein ganz kleines Kino, eine Filmvorführung. Wir zeigen den Film Snowden und anschließend diskutiert Frank mit, ich habe jetzt den Namen nicht so präsent, haben wir eine Podiumsdiskussion zum Thema Überwachung, Whistleblower-Schutz und Datenschutz. Dazu haben wir also weiträumig eingeladen. Wir haben 62 Anmeldungen, das Kino hat 66 Plätze. Also ich würde sagen, wir sind voll, das wird klasse und ich bin gespannt auf, wir sind voll. Jetzt noch nicht. Ja, und ich freue mich da auf eine spannende Veranstaltung. Jo, ja, ergänze ich kurz. Ich habe am Samstag in Rating noch ein bisschen Werbung dafür gemacht. Da waren viele begeistert, endlich den Film sehen zu können. Und die freuen sich auch auf die Diskussion nachher von mindestens dreien, weil sie, dass sie nur für die Diskussion kommen. Insofern werden wir da gucken, dass es sehr spannend wird. Die Teilnehmer sind übrigens Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft und Jürgen Fricke, Krypto-Party-Veranstalter aus Köln. Wir diskutieren über den Film und mit sehr viel Zuschauerbeteiligung hoffe ich. Kino wird voll, haben wir gerade gehört. Ich glaube, wird spannend und soweit dieses. Gut, Mario, möchtest du weitermachen? Mario, du dürftest noch mal. Ja, hallo. Man hört euch nicht immer. Die Verbindung unterbricht und ich bekomme hier nicht alles mit. Ich hoffe, dass man mich hört. Für die morgen beginnende Plenarsitzung haben wir uns pressetechnisch gestern in der Referentenrunde auch auf einige Schwerpunkte geeinigt. Da bräuchte ich hier und da noch fachliche Unterstützung. Fängt gleich mit dem ersten Punkt am Mittwoch an, mit dem Länderfinanzausgleich. Ich habe mir hier notiert, dass Nico spricht. Sobald da was kommt, so ist das auch mit Tom abgesprochen, bekomme ich weitere Informationen sein, sodass wir das pressetechnisch verarbeiten können mit PM und weiteres. Wir würden gerne etwas schreiben zur Infrastrukturgesellschaft Verkehr und zur Privatisierung von Autobahnen. Des Weiteren am morgigen Mittwoch was zum Praxissemester, das für uns ja besonders wichtig ist. Der Antrag ist von uns. Da habe ich alles, was ich brauche, um das zu verarbeiten. Der Donnerstag sieht etwas ruhiger aus. Da werden wir in der Presse nochmal versuchen zu platzieren, was bei der Verfassungsänderung aus unserer Sicht wichtig war, ist und sein wird. Und hoffen, das in alles zusammen die vereinzelten Tagesordnungspunkte in einer Pressemitteilung unterbringen zu können, weil wir der Meinung sind,
dass vieles da dann was verdirbt. Wir möchten auf jeden Fall auch was machen zum Tagesordnungspunkt 12, Informationsfreiheit schützen, Transparenz und einfachen Zugang zu staatlichen Informationen sicherstellen. Am Freitag sind wir eher reaktiv unterwegs hoffen, dass wir mit unseren Sachen dann, dadurch, dass wir etwas weniger haben, besser durchdringen. Wenn es dazu Änderungen oder Ergänzungen gibt, bitte ich darum, mir das zuzutragen. Habt ihr mich verstanden? Wir haben dich super verstanden. Vielen Dank. Und ich habe auch direkt einen Änderungspunkt, den du mitbekommen kannst, wenn der Bericht der Pressestelle jetzt damit abgeschlossen ist. Vielleicht noch zur Ergänzung. Das K-Office ist an allen drei Plenartagen unterwegs. Es ist also am Mittwoch in Hagen, am Donnerstag in Aachen und am Freitag in Unna. Es war jetzt dann die ganze Woche unterwegs. Steht ja auch da im Protokoll. Alles klar. Gut. Ja, ich wollte noch darauf hinweisen, hoffe, dass der Mario das hört. Also am Donnerstag geht es nicht nur um Punkte, die Gegenstand einer Verfassungskommission waren, sondern es sind auch noch zwei Gesetze da, die Gegenstand oder die Ergebnisse aus der Ehrenamtskommission halt verarbeiten. Einmal von uns, Stärkung der Partizipation im Kommunalen, da geht es um das Thema Streaming. Und es gibt das Demokratieabbaugesetz in der Kommune von Rot-Grün mit Stärkung der Fraktionen im kommunalen Bereich und Stärkung der Großen, Schwächung der Kleinen, was halt auch am Donnerstag verabschiedet wird. Ich denke, da sollten wir nochmal über entsprechende redaktionelle Betreuung sprechen, wenn Mario morgen wieder zurück ist. Danke. Weiteres zum Bericht der Pressestelle? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt minus 1, den wir gerade übersprungen und vergessen haben. Grumpy, möchtest du? Ja, mach du mal, komm. Vielen Dank, Michelle. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage. Und zwar wissen wir ja aufgrund dieser topaktuellen Thematik in der Aktuellen Stunde, die man ja niemals außer genau dann jetzt mal diskutieren kann, nämlich Leverkusen. Sieht es nämlich so aus, dass wir am Freitag, sage ich mal, ein so dermaßen kleines Zeitfenster an Anträgen haben, dass mit ganz großen Bauchschmerzen der Wunsch formuliert wurde von anderen Fraktionen, dass wir den Freitag auf Mittwoch und Donnerstag verteilen. Normalerweise sehe ich das relativ entspannt. In diesem Fall möchte ich euch aber ganz einfach fragen, weil wir haben obendrein pressetechnisch könnte es eine Debatte geben, weil es ist ja auch noch zusätzlich der 11.11. Ich selber, ich kann sowohl die eine Argumentationslinie als auch die andere verstehen. Ich brauche ganz einfach nur kurz eine Abstimmung halt, ob ich sozusagen einer entsprechenden Umlegung zustimme oder nicht. Ich möchte dazu noch sagen, dass eine Fraktion bereit ist, einen Antrag diesbezüglich dann auch entsprechend ins kommende Plenum zu schieben, demzufolge nach dann sogar nur noch zwei Anträge da wären. Deswegen brauche ich mal eben eure Hilfe. Gut, nachdem gerade lauter Hände hochgegangen sind, gehen Sie jetzt wieder runter. Ah, Daniel. Dass ich mich die ganze Zeit melden muss. Du musst schnipsen. Ja, und dann das, na, ist egal. Ich bin dagegen. Ich möchte nur kurz sagen, warum. Erstens gibt es am Freitag diverse Veranstaltungen vor, am Rande des und nach dem Plenum. Ich finde das immer bescheuert. Ich habe einen Gegenvorschlag allerdings. Wir sind ja immer hier die Konstruktiven. Wir können von Mittwoch und Donnerstag noch Sachen auf den Freitag schieben. Dann haben wir drei ausgewogene Tage, das wäre auch sinnvoll. Dann müssen wir uns hier nicht einen vom Pferd erzählen, dass wir noch Termine im Wahlkreis haben. Die wollen alle freitags früh Schicht machen oder am liebsten gar nicht hier hinkommen. Faules Volk. Bitte? Nix. Frank. Und dann ich. Ja, den, also ich
tatsächlich wäre es für zwei Tagesordnungspunkte, für zwei Anträge, das heißt also für eine ganze Stunde, finde ich das extrem übertrieben, hier den ganzen Aufwand, eine Sitzung zu starten. Würde dann darauf verzichten, allerdings tatsächlich der Vorschlag, Punkte zu übertragen von Mittwoch und Donnerstag auf den Freitag, hielt ich dagegen für sehr sinnvoll, damit uns auch das parlamentarische Frühstück der GdP am Freitag nicht entgeht, wo ich ja sehr ungern darauf verzichten würde. Realismus. Dann der Tose. Natürlich geht es um Realismus. Ach, ich mache das jetzt mal. Das hat hier nichts zu suchen. Also ich gehöre zu den faulen Säcken, Daniel. Ich sage, ich wäre schon für drei Tagesordnungspunkte hier ungern hingekommen. Wenn danach nichts mehr ist. Jetzt ist natürlich davor parlamentarisches Frühstück und einige haben schon das Hotelzimmer für Donnerstagsabends. Und Donnerstagsabends ist ja auch, hier hat ja die Moni noch zu einer anderen Veranstaltung eingeladen und so weiter und so weiter. Das heißt, diejenigen, die natürlich sich vorher Gedanken gemacht haben, wie sie bis Freitag hier bleiben, haben ein bisschen die A-Karte. Und deswegen mich da hin und her gerissen. Für mich persönlich, ich werde, wenn wir das jetzt abstimmen, dem zustimmen, weil ich bin so eine faule Socke. So. Ja, den verärgerten, meinerten Vorwurf der Faulheit möchten wir natürlich nicht aufrechterhalten, glaube ich. Es gibt durchaus Einzelne in allen Fraktionen, die unterschiedliche Prioritäten an den Tag legen. So, was mich interessieren würde, Grumpy, für welche Endzeiten sind Mittwoch und Donnerstag bis jetzt geplant? Und zum anderen, es gibt einmal dieses parlamentarische Frühstück von dem ich gerade da gehört habe, aber es gibt auch am Freitag das Treffen der NRW-USA-Gruppe und dank des heutigen Tages, finde ich, ist das schon relativ aktuell, sich da auszutauschen. Das wäre, glaube ich, schon sinnvoll. Da hätte ich dann gerne auch, dass dieser Ersatztermin oder dass dieser Termin dann auf Mittwoch oder Donnerstag gelegt wird, dass der auf keinen Fall ausfällt. Und ich müsste halt die Endzeiten wissen für Mittwoch und Donnerstag. Wenn das auch jeweils... Also abends wieder. Ja, es hätte ja sein können, dass sie schön 16 Uhr nur geplant haben. Ja, dann kann ich dem Vorschlag von Daniel nur zustimmen. Sollen sie halt ein, zwei Punkte auf den Freitag rübernehmen. Vielen Dank. Ohne Aufruf ist das schwer für mich zu erkennen. Danke. Aber er hat sich das doch gedacht, das musst du auch wissen. Also ich finde es schon einen lustigen Zug, dann den Freitag streichen zu wollen mit der Begründung, ja, wir haben keine aktuelle Stunde, wenn man vorher mehrere aktuelle Stunden mit komischer Begründung rausgekegelt hat. Ja. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, Tagesordnungspunkte zu... noch auf den Freitag zu ziehen, kann man auch gerne die Aktuelle Stunde noch mal zur Diskussion stellen und sagen, wenn wir da doch Zeit haben, sollen Sie sich dann noch mal überlegen, ob Sie da nicht doch eine Aktualität erkennen, die auch für das Land NRW doch von ziemlicher Bedeutung ist, sprich Kohleausstieg und Steag. Also ich möchte das nicht noch mit absegnen, diese komische Zusammenstellung der Tagesordnung. Also von mir aus nein. Gibt es sonst eine Wortmeldung? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, dem Vorschlag zuzustimmen, dass der Freitag gestrichen wird, der möge sich jetzt melden. Mache ich. Wer ist dagegen? Das geht nicht zusammen im Kopf. Echt nicht. Ja, wir haben es jetzt gehört. Mein Mikro ist an. Der Stream hat es auch dreimal gehört. Wer enthält sich? Moni, wie möchtest du abstimmen? War das die Moni?
Moni hat sich ausgelockt. Mario ist Moni. In dem Fall. Ja gut, bitte ergänzen Sie bei dafür noch die Simone, die steht da nämlich nicht. Und dann ist trotzdem... Hallo, hört ihr mich? Ja, wir hören dich, Moni. Okay. Mario ist Moni. Nein. Never. Oh, ja gut. Kleines Leck von 30 Sekunden. Bitte ergänzen Sie bei dafür nicht. Noch die Simone, die steht... Nein. Moni hat Nein gesagt. Ich höre Moni. Ich habe auch Nein gehört. Also ich bin auch dafür. Wofür? Gut, dann haben wir jetzt doch ein Ergebnis. Und zwar sind wir dann für die Mitteilung an die anderen Fraktionen, dass wir den Plenarfreitag streichen. Gut. Dann machen wir jetzt weiter mit Top 3, richtig in der Tagesordnung, und zwar mit dem Bericht des Fraktionsgeschäftsführers Hartmut. Ja, zum einen, der Landesrechnungshof hat uns am 24.10. geschrieben, dass er uns prüfen wird. Prüfungszeitraum ist der 31.05.2012, also von Anfang der Legislatur bis zum 31.12.2015. Es wird ein Gespräch geben, und zwar findet das morgen um 16.30 Uhr statt. Daran wird dann der Fraktionsvorsitzende der PGF und der FGF sowie die Leiterin des Rechnungswesens teilnehmen. Ich möchte noch mitteilen, der Fraktionsraum heute kann nur bis 13.30 Uhr genutzt werden, weil anschließend der Haushaltskontrollausschuss hier tagt. Das kann sich auch ein paar Minuten verzögern, dann müsste der ein bisschen warten, aber ab 13.30 Uhr rechnen wir damit, dass der Raum frei ist. Dann noch ein Hinweis zur Termin, was den Termin der Weihnachtsfeier betrifft. In der Fraktionssitzung am 25.10. ist erbeten worden, das zu verschieben. Wir haben jetzt die Weihnachtsfeier auf den 5.12. gelegt, anstatt auf den 6.12. Nikolaustag. Es wird auch nicht um 18 Uhr beginnen, wie üblich, sondern um 17 Uhr. Da möchte ich noch bitten, es sind die Formulare in den Postfächern, bitte eintragen und bei der Britta abgeben, wer teilnimmt. Die Ablaufplanung für die qualitative Analyse von Rheingold ist den Fraktionsmitgliedern am letzten Montag, den 31.10. zugegangen. Ich werde jetzt gleich eine Teilnehmerliste noch mal rumgehen lassen. Einige haben sich gemeldet. Ich bitte da einfach einzutragen, Zusage, Absage, sodass wir ungefähr wissen, wie viele bei den Podiums, bei den Gruppendiskussionen dabei sind, weil davon hängt es ab, was Rheingold für ein Studio anmietet. Weil man wird diese Gruppendiskussionen dort beobachten können, allerdings hinter einer Glasscheibe. Und wenn 20 da sind oder 15, ist ein kleiner Unterschied. Ich würde jetzt gleich das Ding einfach rumgehen lassen. Danke. Gut, gibt es Fragen zu dem Bericht des Fraktionsgeschäftsführers? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 4, Bericht des Vorstandsreferats aus den KACs. Kernarbeitskreise. Ja, gestern haben alle Kernarbeitskreise getagt in unterschiedlicher Besetzung. Wurden viele Themen besprochen. Es gab jetzt aufgrund der Plenarphase jetzt nichts Akutes, was wir jetzt gestern hätten in die Wege leiten müssen. Es wurde Bund-Länder-Finanzausgleich besprochen und unsere Interpretation über Autobahnprivatisierung, was sozusagen die schrille Version dessen ist, wo man da auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, was wir ja auch morgen als Teil der Unterrichtung thematisieren werden. Ja, Datenschutzgesetz zur Videoüberwachung hatte Frank erwähnt. Es gibt ja auch noch die Umsetzung der EU-Datenschutzreform. Die muss jetzt auch irgendwann in den nächsten anderthalb Jahren in nationales und dann auch Landesrecht umgesetzt werden. Mal gucken, wer das dann bearbeitet. Ansonsten gab es eine wichtige organisatorische Sache, nämlich dass die Anträge, das hatte, glaube ich, Hartmut gestern sogar schon rumgeschickt, das sagen wir, glaube ich, nochmal, die Anträge, die Haushalts betreffen, also sozusagen der politische Antrag eines Haushaltsänderungsantrags. Es gibt da einen Fall schon für
aus dem Bereich von Sebastian. Die aufgrund der Haushaltsklausurtagung können bis zum 21.11. den Montag anstatt des 18.11. den Freitag eingereicht werden. Das heißt, wenn man nochmal, wenn man einen politischen Antrag gemacht hat, das ist, glaube ich, der von Daniel auch, der wurde letztes Jahr auch schon mal besprochen, der wurde jetzt eingereicht. Das heißt, die Diskussion ist da auch schon geführt worden. Die können, bitte? Das Datum, ja. Das ist am 21., das heißt, der Montag ist die Frist, der 21.11. Und nicht unser Antragsfreitag, der 18. wäre das dann gewesen. Das heißt, da gibt es keine Überschneidung, dass irgendwas schon eingereicht wurde mit einer inhaltlichen Ausrichtung und quasi das Haushaltsteam und die Klausurtagung da noch gar nicht sich mit befasst hat. Das ist das Entscheidende. Dann gab es noch eine kurze Diskussion zum digitalen Kompass, der jetzt ja finalisiert ist, dass man daraus nochmal zwei, drei Themen und Forderungen, das liegt sich ja fast wie ein sinnvolles Wahlprogramm, nochmal rausnimmt und nochmal mit einem eigenen Antrag hier platziert. Das werden auch wir im Vorstandsreferat mit koordinieren. Wichtig ist, also wir brauchen da jetzt auch gar nicht das heute oder morgen machen. Das reicht auch, wenn man Richtung Wahltermin nochmal, weil das nochmal solche Sachen platziert, weil wir natürlich auch insbesondere Themen haben, die da sehr nahe bei uns an der Kernidentität dran sind. Das heißt, da wird nochmal reingeguckt, um nochmal Anträge rauszugenerieren. Ja, das war alles. Danke. Gibt es dazu Fragen, Ergänzungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Vorbereitung. Quatsch, Entschuldigung. Dann kommen wir zur Top 5. Kurzbericht zu den Gesprächen mit Fraktionsmitgliedern des isländischen Parlaments. Der Hartmut möchte da was sagen. Da hatten wir ja im Vorstand gestern drüber gesprochen. Mario wird hierzu einen schriftlichen Bericht verfassen und vielleicht könnten wir den praktisch dann zur Kenntnis geben, weil Mario ja jetzt am Caucus ist und da denke ich, wird das Beste sein. Und dann kann ja über den schriftlichen Bericht dann auch noch bei Wunsch diskutiert werden. Da ich nicht dabei war, kann ich natürlich sonst wenig zu Island sagen. Außer, dass es dort Elfenbeauftragte gibt, was ich interessant finde. Einen Minister für Elfenfragen, bitte. Aber wir sprechen jetzt über die Brücke. Da würde sich ein Elfenbeauftragter. Ja, finde ich auch. Für alle Großprojekte würde sich das super machen. Elfenminister, Minister übrigens. Schlimmer kannst du nicht werden. So, ich ergänze kurz, der Bericht wird von Mario und mir zusammen erstellt und wir werden den bis Ende der Woche fertigstellen gemeinsam und dann nächste Woche, beziehungsweise darauf die Woche. Können wir darüber dann reden? So, dann kommen wir jetzt aber zu der Vorbereitung. Wo sind wir denn jetzt? Da, Top 6, Vorbereitung der Plenarsitzung, 9.10., 11. November. Wir öffnen ein neues Pad. Wodka, ja, Wodka wäre gut. Dings, Bumsch. So, wie immer gehen wir einmal die Punkte durch und gucken, wo Lücken sind. Mittwoch, erstens, Unterrichtung durch die Landesregierung zu den Ergebnissen der Verhandlungen zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen in Verbindung mit dem Antrag kein Blankoscheck für eine Infrastrukturgesellschaft Verkehr. NRW muss drohender Privatisierung der Autobahnen jetzt einen Riegel vorschieben. Das ist unser Antrag. Das Ganze geht in die direkte Abstimmung. Wir haben Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung ausgefüllt. Zweitens, Schluss mit der Schönrechnerei. Landesregierung muss endlich die Zielmarke von 3.000 geförderten Familienzentren erfüllen. Das ist unser. Nein, das ist ein CDU-Antrag. Olli, du musst die Anträge anders machen, das geht so nicht. Ich verwechsel das immer mit CDU-Anträgen. Das ist ein Antrag der CDU. Wir haben Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung ausgefüllt. Sehr vorbildlich. Drittens, Dienstrechtsreform darf nicht zu einer jahrelangen Beförderungsblockade führen. Landesregierung muss Kurskorrektur bei Frauenquote einladen. Ein FDP-Antrag in direkter Abstimmung. Referentin, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung sind ausgefüllt. Viertens, das Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften. Landesnaturschutzgesetz, NRW.
Eine Block-2-Beratung. Referentin, Redner, Gesetzentwurf der Landesregierung. Referentin, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung ist ausgefüllt. Fünftens. Praxissemester entlohnen und Lehrerausbildung optimieren. Unser Antrag. Wir haben einen Referenten, wir haben einen Redner, wir haben eine Abstimmungsempfehlung und keine Zielrichtung. Wenn da ein Satz Zielrichtung nachgetragen würde, fände ich das nett, auch wenn das unser eigener Antrag ist. Sechstens, auskömmlichen Wohnraum schneller schaffen, Bearbeitungszeiten von Bauanträgen verkürzen, verlässliche Fristen einführen. Ein Antrag von CDU und FDP, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung sind eingetragen. Siebtens, Gesundheit von Männern durch bessere Inanspruchnahme von Prostatakrebs Früherkennung stärken. Ein FDP-Antrag, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung sind eingetragen. Achtens, Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspakts. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung eingetragen. Neuntens, Aufnahme und echter Schutz für syrische Flüchtlinge. Unser Antrag, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung eingetragen. Dann kommt der Eilantrag. Beteiligung der Westerwehr an Cum-Ex-Geschäften umgehend lückenlos aufklären. Eigentümerland muss zeitnah Offenlegung des umstrittenen, angeblich entlastenden Prüfberichts von Ernst & Young vornehmen und sein Aufklärungshandeln darlegen. Ein Eilantrag auf Antrag der FDP. Ein Referent ist eingetragen, der Nico meldet sich. Heute leckt irgendwie alles, tut mir leid. Ja, da ist auch jemand. Und es ist jemand von der Wirtschaft. Ich kurz. Nico. Wenn du bei Gelegenheit mit der FDP mal redest, kannst du Ihnen den Unterschied zwischen Antragstext und Überschrift vielleicht noch mal näher bringen? Das ja. Du musst da vorsichtig sein. Ja, sage ich doch. Gut. Also im Grunde genommen, HFA-Team, gibt's da eine Abstimmungsempfehlung schon zu? Ja, schauen wir das vorher nicht zusammen. Gut. Das ausmachen, da wird gelacht. So lustig es ist am Chaofest, könnten wir, Adelina, kannst du einmal die Seite neu laden, weil man sieht so gar nicht, was eingetragen wurde. Ja, ich kann insofern was dazu sagen. Es steht jetzt noch keine endgültige Ausrichtung fest, aber die Stoßrichtung, auf dem ja auch der Antrag beruht, ist folgende. Am Donnerstag gab es ja die Schlagzeile, dass es eine Steuerrazzia bei der Portigon gab. Ich habe die Tagesordnung sozusagen dann nochmal ad hoc ändern lassen oder den Punkt noch mit reingebracht. Der Minister hat sich da dann etwas rumschlawenzelt bei dem Punkt, hat die Verantwortung von ihm gewiesen, dass er eigentlich damit nichts zu tun hat. Da werden wir natürlich dann nochmal drauf einsteigen, weil ich das schon anders sehe und das auch in der Ausschusssitzung deutlich gemacht habe, dass er sich da nicht so einfach einen schlanken Fuß machen kann. Also dahin wird die Reise gehen, aber wir werden das nochmal präzisieren und dann auch verschriftlichen im Pad. Alles klar, vielen Dank. Wir kommen zu Top 11 der Fragestunde. Da gibt es Anfragen von der FDP, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann Top 12 für eine Erprobung von Distanzelektroimpulsgeräten, im Volksmund Taser genannt, bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich hab da eine Frage zu. Du fragst doch jetzt das Gleiche, was der Nügel gerade gefragt hat. Ja, so ähnlich. Ja, auch rein. Ich hätte gerne gewusst, ob die antragstellende Fraktion sich da als Testperson zur Verfügung stellt. Nein. Dann stimme ich zu. Ja, genau. Also, go. Akte 1 mitnehmen. Nein. Ein FDPler oder ein Taser? Schon gut. Weitere Kommentare? Nein, gut. Also, sein Antrag der FDP. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung sind eingetragen. 13. Zweites Gesetz zur Änderung des Betreibungserleichterungsgesetzes Kfz-Zulassung. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung ohne Referent. Olli redet. Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung ist eingetragen. Olli, brauchst du keinen Referenten? Auch ohne den Referenten. Aber ich, der Stefan. Okay. 14. Erstes Gesetz zur Änderung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen. Gesetzentwurf der Landesregierung, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung eingetragen. 15. Neuntes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung
im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung sind eingetragen. Es gibt keinen Redner, weil es eine Einbringung ist. 16. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der freien Berufe in Nordrhein-Westfalen anerkennen und fördern. Das ist ein Antrag der CDU. Das wird ohne Debatte überwiesen. Referent ist eingetragen. 17 haben wir über- und außerplanmäßige Ausgaben im zweiten Quartal des Haushaltsjahres 2016. Das ist ohne Debatte ein Antrag des Finanzministeriums. Auch hier ist ein Referent eingetragen, die Abstimmungsempfehlung auch. 18. Veräußerung von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetriebe NRW. Nein, es ist nur ein Betrieb. Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Liegenschaft in Siegburg, ein Antrag des Finanzministeriums. Auch hier ohne Debatte, Referent und Abstimmungsempfehlung eingetragen. 19. Organstreitverfahren der Piratenpartei im Landtag Nordrhein-Westfalen gegen den Landtag Nordrhein-Westfalen wegen Verletzung des Rechts auf Chancengleichheit als politische Partei und auf Gleichheit der Wahl durch Einführung der 2,5 vom 100 Sperrklausel für die Wahlen zu den Stadt- und Gemeinderäten sowie den Kreistagen. Da gibt es eine Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses ohne Debatte. Referent und Abstimmungsempfehlung sind eingetragen. 20. Nachwahl eines ordentlichen und stellvertretenden Mitglieds des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 2 West-LB. Das ist unser Wahlvorschlag, ohne Debatte, da gibt es auch keinen Referenten, aber es ist natürlich eine Abstimmungsempfehlung, dass wir dem zustimmen. 21. Wahl von einem Mitglied des Landtags in den Beirat der NRW-Bank. Das ist stackeliges Deutsch, aber okay. Unser Vorschlag, ohne Debatte. 22 in den Ausschüssen erledigte Anträge, 23 Beschlüsse zu Petitionen, geplantes Ende 20.15 Uhr. Jetzt wird es wieder spannender. Donnerstag, 10. November. Erstens Aktuelle Stunde, Problemfall A1-Brücke. Wie lange will die Landesregierung dem Stauchaos noch untätig zusehen, ohne einen Elfenminister zu ernennen? Ein Antrag der CDU, nur ohne den Elfenminister. Der Olli redet, hier steht kein Referent. Trage ich auch den Stefan ein, oder? Ja, ja, ja. Eine Zielrichtung haben wir. Abstimmungsempfehlung gibt es nicht, wird nur geredet. Zweitens, Gesetz zur Einführung der Individualverfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen. Ein Gesetzentwurf der FDP. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung sind eingetragen. Drittens, Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Absenkung der Altersgrenze für das aktive Wahlrecht auf 16 Jahre, unser Antrag. In Verbindung mit Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Absenkung des Wahlalters. Heißt das Ding echt so? Die streichen doch das Ding nur, das ist doch nichts mit Absenkung. Ah, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ein SPD- und Grünen-Antrag. Und dazu möchte der Toso jetzt etwas sagen. Ich bin mir sehr sicher. Achso, das machen wir gleich. Ja, stimmt. Ah, Entschuldigung, Mitarbeiter öffentlicher Teil, ich vergaß. Ein nicht öffentlicher Teil im nicht öffentlichen Teil. Ja. Es steht irgendwo unten, das ist sehr lang geworden heute, die ITO. Gut, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung sind eingetragen und über alles andere reden wir gleich. Viertens, Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Verfassungsgerichtshofsgesetzes und weiterer Gesetze. Ein rot-grüner Antrag mit einer Überweisung an den Hauptausschuss sowie an den Rechtsausschuss. Referent ist eingetragen, Redner ist noch ein Fragezeichen. Da geht es wieder um Verfassungsgedöns. Da einigen sich Tose und ich, glaube ich, noch, weil das alles so kompakt ist. Landeswahlgesetz, Verfassungsgerichtshofgesetz und weitere Gesetze. Nummer 4. Nummer 5. Überraschung. Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer. Ein Gesetzentwurf der Fraktion SPD, Bündnis 90 Die Grünen und dann von uns nach Abstimmung. Da komme ich dann gleich zu. Der Umlaufbeschluss war positiv. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung sind eingetragen. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Bitte. Viertes Gesetz zur Landeshaushaltsordnung, Top 6, Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenregel in das nordrhein-westfälische Landesrecht. Ein rot-grüner Antrag. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir. 7. Nordrhein-Westfalen muss bundespolitischer Impulsgeber bei der Regelung des digitalen Nachlasses werden. Ein CDU-Antrag.
Hier fehlen mir Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung, wobei als Redner Nico mit Fragezeichen eingetragen ist. Wer möchte etwas zum elektronischen Nachlass machen? Gesehen, gelacht, F8. Ja. Ich hatte digitale Nachlass und dann dachte ich, das ist eine Überweisung an den Rechtsausschuss. Also Nico, bitte noch Abstimmungsempfehlung dazu und Einsatz zur Zielrichtung. Achtens, der Halbjahresbericht des Petitionsausschusses. Neuntens, Gesetz zur Stärkung der Partizipation auf Kommunalebene, unser Gesetzentwurf mit Referentredner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung. Zehntens, Landesregierung muss E-BAföG-Flop verhindern, Bürokratie wirksam abbauen, die haben das so genannt, ich kann da nichts hören, ein FDP-Antrag. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung sind eingetragen, wobei ich mir bei der Zielrichtung vielleicht noch ein, zwei weitere Sätze, also das fände ich echt schön, wenn das da nicht nur slightly Zustimmung stünde. Joachim. Kann ich was zu sagen? Muss gestehen, habe den Antrag noch nicht gelesen, aber Hilmar hat den gelesen. Da geht es im Prinzip davon, die BAföG-Anträge elektronisch einzurichten, das Problem ist, einreichen zu können. Das Problem ist halt nur, dass die dann bei den Studentenvertretungen die Sachen wieder ausdrucken. Also der Papierumweg wird ein bisschen rein in Richtung die Institution verlagert. Aber im Prinzip ist dieser Antrag der FDP nicht schlecht im Kontext Hochschule. Man höre und staune. Immerhin. Gut. Elftens, Hochschulvereinbarung NRW 2021 bringt Planungssicherheit für Hochschulen auf hohem Niveau. Das kann nur ein rot-grüner Antrag sein zur direkten Abstimmung. Wir haben einen Referenten, einen Redner, eine Abstimmungsempfehlung und die Zielrichtung auch hier muss bitte noch nachgetragen werden. Zwölftens, Informationsfreiheit schützen, Transparenz und einfachen Zugang zu staatlichen Informationen sicherstellen. Das ist unser Antrag. Eingetragen sind Referent Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung. 13, Union Busting nachhaltig eindämmen, Mitbestimmungsrechte sichern. Ein rot-grüner Antrag. Mich verwirrte gerade diese Antragsnummer, weil die doch, ins Auge sticht. Also zumindest mir. Wir haben einen Referenten, einen Redner, eine Abstimmungsempfehlung, eine Zielrichtung. 14. Das 10. Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Hier wird es jetzt etwas schwierig, weil ich das nicht so ganz verstehe, aber ich interpretiere jetzt mal und der Simone oder die Frank muss mir sagen, was das heißt. Da stand vorher, ja, jetzt steht es irgendwie anders, Es steht immer noch. Zwei Fragezeichen, Marie, Markus, Kommunalfinanzen. Und als nächstes steht da Redner Simone oder Frank, Fragezeichen, Kommunalfinanzen. Frank. Ja, ich habe gestern gehört, dass sich Marie nicht drum kümmert, also werden wir das wohl machen. Ich habe es aber selber im Pad noch nicht geändert. Dann streich Simone, du kannst ja gerne... Dann geht es um Gelder und ein reines Finanz... Was zur Verfügung steht für die Betreuung, ja, genau. Und so weiter. Also ja gut, das kann man so oder so sehen, aber ich kann das machen. Hatte mich da überhaupt nicht drin gesehen. Gut, also haben wir Redner Frank. Anrechnungsquote und bla. Ja. Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung sind eingetragen. 15. Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Ein rot-grüner Antrag. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung sind eingetragen. 16. Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Auch hier Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung eingetragen. Und nur der Vollständigkeit halber, falls es verschoben werden sollte und die Punkte nicht fallen gelassen werden sollten, gibt es für Freitag noch den ersten Antrag.
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und Kommunalpolitiker vor Übergriffen schützen. Das ist ein CDU-Antrag zur direkten Abstimmung. Und zweitens das Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderungen verbessern, ein rot-grüner Antrag. Und drittens Rasenmäher statt Rasenmäherin, unsere Sprache nicht verrenken, ein FDP-Antrag. Welcher davon fällt jetzt weg und welche beiden gehen dann auf Mittwoch, Donnerstag? Laut aktueller Planung fallen alle drei weg. Nein. Mach mit Mikro, bitte. Mit Mikro, Grumpy. Verzeihung. Danke, Michelle. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, sieht es dann danach aus, dass der Antrag der CDU ins nächste Plenum rutschen würde und 2 und 3 dann entsprechend noch zu bestimmend umgelegt werden würden. Okay, dann müssen wir das nochmal anders machen. Dann streiche ich jetzt den ersten einfach mal ganz brause durch und sage, wir müssen noch reden über Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderungen verbessern, ein rot-grüner Antrag. Hier fehlt mir ein Referent und beim Redner steht es noch nicht fest, wer das ist. Der Toso. Also ich finde ja spannend, dass der Antrag der CDU weitergeschoben wird. Wir gehen also einfach mal davon aus, dass unsere Kommunalpolitiker weiter fleißig angegriffen werden oder Angriffen ausgesetzt sind. Das ist so wenig aktuell, dass wir es mal einfach entspannt ein paar Wochen schieben können. Nur als Hinweis finde ich großartig, dass wir ausgerechnet so einen Punkt, der immer aktueller brennt, dann ganz entspannt ins nächste Plenum verschieben lassen. Das Gleiche ist Bundesteilhabegesetz. Dieses Thema braucht unbedingt Primetime-Aufmerksamkeit. Schieben wir jetzt schön in den Abend. Gut gemacht. Finde ich gut, wenn wir sowas um 20 Uhr behandeln, wenn es überhaupt keinen mehr interessiert. Den dritten Antrag ist natürlich wirklich Unsinn, den hätte man gar nicht erstellen müssen. Ja, den kann man um 23.23 Uhr gerne behandeln. Ja, Toso hat alles gesagt, aber du hast gerade gesagt, da wäre irgendwo noch ein Redner unklar, sehe ich jetzt nicht. Referent beim BTHG. Also ihr habt schon rückgesprochen. Ja. Das heißt, Redner ist Olaf. Dann Redner ist Olaf, genau. Sehr gut. Referent ist, weiß ich nicht, Olaf. Gut, dann habe ich hier stehen, Abstimmungsempfehlung, Ablehnung oder Enthaltung sollte in der Frasi beraten werden. Ja, Simone. Ich kann dem, was gerade gesagt wurde, folgen, dass das Bundesteilhabegesetz nicht abends um 20 oder 21 Uhr behandelt werden sollte. Ich frage mal den PGF, inwieweit es die Möglichkeit besteht, wenn generell diese beiden Anträge auf Mittwoch und Donnerstag geschoben werden, ob die nicht auch dann ein bisschen prominenter platziert werden können? Oder müssen die zwingend hinten angehängt werden? Ja, hau rein. Nein, zwingend natürlich nicht. Ich werde dann entsprechend jetzt gleich den Vorschlag wahrscheinlich von den, also in der Regel kommen die antragstellenden Fraktionen und bitten dann darum, wo die Sachen platziert werden. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass SPD-Grünen, die ja im Vorfeld ganz bewusst diesen sehr prominenten Termin für ihren Antrag gewählt hatten, diesen jetzt auf diese Weise versenken wollten. Manchmal sind halt so Planungsgeschichten ein bisschen schwierig. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass, wenn ich das jetzt gleich nachträglich auch nochmal anmerke, dass wir da im Laufe des Tages eine vernünftige Einigung für finden. Irgendwas rutscht ja immer nach hinten, das ist ja völlig klar. Jetzt, wo jetzt so gerade hier es um Verhandlungsmasse und Kompromisslinien geht, möchte ich es einfach mal in den Raum schmeißen. Ist ja nett, dass wir hier abstimmen und so, ne? Aber grundsätzlich, wenn die Präsidentin am Mittwoch fragt, ob jemand Einwände hat, die Tagesordnung zu ändern, und irgendeiner von 237 Menschen kommt auf die verrückte Idee, die Hand zu heben und sagt, ja, ich, dann steht die Tagesordnung mit Freitag. Und wenn man jetzt da sagt, wir wollen da einen Kompromiss finden und wir haben für den und den Punkt einen bestimmten Vorschlag, einen bestimmten Slot, den wir uns ganz toll vorstellen könnten, dann wäre das die Verhandlungslinie, ne? Weil ansonsten, wenn das irgendwie nach hinten rutscht und wir finden das nicht toll, dann passiert das halt nicht. Also das wäre verrückt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das gut. Ich gehe mal davon aus, dass der Toso, der war nur der Frage.
Ich gehe davon aus, dass der Grumpy uns im Laufe des Tages dann häufiger informieren wird, wie der aktuelle Stand ist oder entsprechend, wenn er Informationen hat. Kommen wir trotzdem zurück zu dem Punkt, dass wir hier keine Abstimmungsempfehlung haben und die laut Protokoll, laut Plenarpad jetzt bitte diskutiert werden soll. Dann los. Wer hat denn das da reingeschrieben, dass das bitte noch diskutiert werden soll? Tja, dann streichen wir jetzt die Abstimmungsempfehlung und warten auf eine Empfehlung vom Olaf. Gut. Dann haben wir noch den Punkt Rasenmäher statt Rasenmäherin, unsere Sprache nicht verrenken, ein FDP-Antrag. Direkte Abstimmung, Referentin, Redner, Handlungsempfehlung, ja, okay, von mir aus. Und Zielrichtung haben wir hier stehen. Ja. Weil du dich da ja auch gemeldet hattest, oder möchtest du dazu sprechen? Tatsächlich? Ich habe noch keine Rückmeldung, ich würde da sehr gerne zu sprechen, allerdings wäre das nicht lustig, also für die anderen nicht lustig. Lustig ist es eh nicht. Ja, deswegen. Auch bei mir nicht. Aber dann einigen wir uns noch. Genau. Okay, kriegen wir hin. Gut, gibt es noch Anmerkungen zum Plenarpad? Frank? Ich wollte nur ein bisschen Zuarbeit bitten, Simone, zum Thema Flüchtlingsaufnahmegesetz. Es geht auch um Standards, ob die Gelder ausreichen und so weiter, wie euer Diskussionsstand da im Moment ist. Das war, danke. Gut. Jetzt habe ich noch im Frasi-Pad stehen. Entwurf für eine interfraktionelle Resolution zum 9.11. Was bedeutet dieser Punkt? Wer hat ihn dorthin geschrieben und möchte etwas dazu sagen? Grumpy. Okay, wie letztes Jahr oder eigentlich wie jedes Jahr, auch im letzten Jahr gab es ja zum 9.11. eine entsprechende Resolution aller Fraktionen im Landtag. Diese ist mit etwas Verspätung, ich habe sie dann auch noch mal heute Vormittag rumgeschickt, weil es auch jetzt hat sich noch mal ein kleiner Rechtschreibfehler eingeschlichen gehabt, befindet sich in allen Fraktionen eine entsprechende neue Version für die alljährliche Bestätigung im Rahmen des Gedenkens des Holocausts halt im Umlauf. Und auch Marie hat gerade noch einmal genau, das war der letzte kleine Hinweis, dass da nochmal ein Tippfehler drin war, darauf hingewiesen. Und sollen wir die mal gerade auf? Ach, wir haben die sogar schon auf, genau. Okay. Von daher gibt es Fragen. Toso. Ja, ich finde gut, dass wir es machen. Eine Anmerkung habe ich noch dazu. Im Text steht, dass die Pogromnacht von den Machthabern im Dritten Reich durchgeführt worden ist. Sie ist sicherlich von den Machthabern veranlasst worden, durchgeführt worden. Alleine ist sie nicht von den Machthabern, von den Nationalsozialisten, sondern auch von vielen anderen Menschen, die sich daran beteiligt haben, ohne in der NSDAP oder in der SS oder SA organisiert gewesen zu sein. Das waren die Haupttäter, keine Frage, aber die Menschen, die da sonst freiwillig mitgemacht haben, gehören da definitiv auch erwähnt. Es war eine gesteuerte Aktion der nationalsozialistischen Machthaber. Also da gehört definitiv noch bei im weiteren Text, dass das nicht nur. Nehme ich mal selbst dran, wenn ich darf. Der Satz geht weiter. Welcher die scheinbare Wut der gesamten Bevölkerung zeigen sollte. Ich finde den Satz okay. Ja, aber da nimmt man genau die Bevölkerung raus und sagt, das waren nur die Nazis da oben. Nein. Die waren nur scheinbar der gesamten scheinbar. Bevölkerung. Genau, da wird gesagt, dass die nationalsozialistischen Machthaber das getan haben, ohne dass die Bevölkerung wirklich wütend gewesen wäre. Nein, dass die gesamte Bevölkerung. Also ich lese es anders, tut mir leid.
Möchte ich dir nur sagen, Tose, ich lese es anders. Vielleicht kriegt man das ja irgendwie noch eingebaut. Nico. Ich muss sagen, ich bin etwas überrascht über die pirateske Herangehensweise mit dieser Resolution. Also es ist irgendwie so, wenn wir feststellen, Weihnachtsfeier, huch, hoppla, auf einmal ist Weihnachten, wir müssen was planen. Also der 9.11. ist das nun, ne, gesetzt. Wieso kommt denn hier jenseits von allen Antragsfristen und sonst was 20 Minuten vor Beginn dieser Fraktionssitzung ploppt bei mir im E-Mail-Eingang dieses Ding auf. Ich habe keine Chance, mich mit dem... Ja, so möchte ich nicht, dass sie wirken. Ja, also da möchte ich dann doch ein bisschen differenziert in herangehen. Also ich finde es schwierig. Ich kann jetzt die Diskussion gar nicht, wenn ich ehrlich bin, nachvollziehen, ob Toso jetzt recht hat oder du, Michel, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt diesen Text nicht gelesen, weil ich bis kurz vor der Phrase noch mit anderen Dingen beschäftigt war. Und ich finde das halt schwierig. Ja? Und ansonsten werden wir hier immer ausgelacht und sonst was, ja, wie amateurhaft und zu spät und handwerklich schlecht gemacht. Und dann sowas, also das grundsätzlich zum Zeitpunkt dieses Antrags, ich denke, wir waren nicht eingebunden. Also dann würde ich gerne wissen, wo und wie und warum ich mich nicht einbringen konnte. Und dann würde ich gerne wissen, wann soll das denn diskutiert werden? Wir diskutieren, wir haben jetzt gerade sind eine TO durchgegangen, haben uns überlegt, dass die anderen irgendwie, also eine Aktuelle Stunde ist nicht verwirklicht worden, obwohl es da gute Themen gegeben hätte, und sollen jetzt 3 Tagesordnungspunkte auf die 2 Tage vorher irgendwie hingemurkst werden. Wo soll das denn dann besprochen werden? Ich habe das jetzt bei unserer Tagesordnung, habe ich den Punkt nicht finden können. Wird er dann mit in den Donnerstag gequetscht, mit in den Mittwoch? Ich würde vorschlagen, für die weitere Ausarbeitung, dass wir dann hingehen und entsprechend einen Umlaufbeschluss dafür ansetzen, dass wir diesen Punkt genau aus diesen Gründen, die Nico jetzt angeführt hat, dann auch schieben, um dann genau diese Sachen halt noch im Laufe des Tages zu klären. Ich sehe da jetzt nicht so das Problem. Ich sehe da tatsächlich ein Problem, weil diese Resolution steht nicht auf der Tagesordnung. Da hat der Nico recht. Ich weiß nicht, wann das überhaupt beschlossen werden soll. Deswegen habe ich ja gefragt, es stand auch nicht im Plenarpad, sondern es steht im Phrasipad als Punkt. Deswegen habe ich das ja nachgefragt, warum es da steht. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, so eine Resolution abzustimmen, zumal diese, ich habe sie durchgelesen, ist in Ordnung. Aber Nico, du hast recht, ich habe keine Ahnung, woher sie kommt, noch wann wir sie abstimmen sollen. Wahrscheinlich am Mittwoch, ne? Weil das ist der 9.11. Ja, schon irgendwie schlau, aber es ist halt trotzdem nicht in der aktuellen Tagesordnung. Und deswegen finde ich das alles ein bisschen sehr strange. Schwierig ist natürlich, und deswegen halte ich das durchaus für ein Problem, Grumpy. Wir haben wieder dasselbe Problem, was wir so häufig haben. Das kann man eigentlich nicht ablehnen. Also man muss das schon gut erklären, warum man so ein Ding ablehnt. Und wir wissen genau, dass die Erklärung im Plenum genau nichts wert ist. Und im schlimmsten Fall steht in der Zeitung Resolution lalala gegen Rassismus. Und alle waren dafür, Piraten waren dagegen. Kabumsch. Und dann steht man da. Also von daher ist das eine ganz schwierige Entscheidung, wie man damit umgeht. Und ich würde darum bitten, dass wir rausfinden, wann wird das überhaupt abgestimmt und woher kommt das Ganze überhaupt und warum ist das nicht entsprechend von uns mitbearbeitet worden, sondern kriegen wir das so fertig vorgesetzt. Punkt. Frank. Ja, also dieser Punkt wäre sicherlich ganz deutlich anzusprechen, vor allen Dingen, weil der 9. November ja immer so plötzlich kommt. Da kann man sich ja gar nicht drauf vorbereiten. Also muss kritisiert werden. Ich wollte nur ganz kurz eigentlich formal sagen, wir sind ja hier frei im Landtag. Wir können jede Tagesordnung, da einigen wir uns eine Woche vorher drauf, völlig richtig. Wir können aber auch notfalls halt abgestimmt mit Mehrheit jederzeit die Tagesordnung ändern. Sieht die Geschäftsordnung nicht nach Eintritt nicht mehr so einfach, ja. Aber vorher können wir das machen mit Mehrheitsbeschluss. Und dass wir die Mehrheit nicht haben, wissen wir. Also das nur so, da geht noch einiges. Insofern wird diese Resolution ihren Weg auf die Tagesordnung noch finden. Und zwar auch formal korrekt, so wie das halt hier diese Geschäftsordnung vorschreibt.
Also für mich, und ich traue mich zu sagen, für uns halte ich hiermit mal fest, wir brauchen so eine Resolution nicht. Wir sind auch so gegen Rassismus. Ich muss das nicht mit so einem blöden Antrag dann unterstreichen. Ja, tut mir leid, ist halt so. Andere brauchen das, regelmäßig sich daran zu erinnern, keine Ahnung. Schwierig wird es halt nur, wenn das wirklich auf die Tagesordnung kommt, dann ist das mit der Ablehnung und der Erklärung und ist überhaupt Redezeit und so. Und das muss der Grumpy jetzt eben alles mitnehmen, zu wissen. Natürlich müssen wir dazu reden, wenn wir uns am Ende dafür entscheiden, das eventuell sogar abzulehnen. Das ist halt der Punkt. Ja, vor allem könnte es ja so laufen, dass das, weil das Thema ja so wichtig und für die deutsche Geschichte so prägend ist, wie wir alle wissen, dass das auf Tagesordnungspunkt 1 kommt. Und dann redet da jeder eine Viertelstunde zu. Und dann kommt die Unterrichtung der Landesregierung. Und dann wird nach dem ersten Teil der Debatte wird dann schon von der Pressetribüne das Zwischenfazit gezogen werden und dann schon die Berichte rausgehen zum Länderfinanzausgleich und zur eventuell Privatisierung der Autobahn, ohne dass die Debatte komplett gelaufen ist. Ne? Also wir können uns da über viele Sachen unterhalten, aber ich würde für die Piratenfraktion mir wünschen, dass wir darauf achten, dass die Vermeidungsstrategien von Rot-Grün da nicht mit befördert werden. Also das heißt, dass dieser Punkt dann später behandelt werden müsste oder die Unterrichtung der Landesregierung findet erst am Donnerstag statt. Ja, nicht, dass wir jetzt Zeitprobleme noch kriegen, Mittwoch, Donnerstag, oder? Ja. Also, Mensch. Ja. Also das ist dann eine schwierige Interessenabwägung, die da auch auf der Gegenseite stattfinden muss, weil wenn Sie auf die hier auf die historische Bedeutsamkeit des Tages abheben, dann muss das auch für die Landesregierung gelten und auch für die Unterrichtung in dem Punkt. Dann muss dann auch Frau Kraft dieses historische Datum akzeptieren und dort auch dann zurückstehen. Bin ich mal gespannt, ob sie sich darauf einlässt. Gut. Lieber Grumpy, es gilt nach wie vor. Was gilt denn jetzt? Ja, dass Grumpy uns informiert hält, was überhaupt die Planung der anderen ist. Und dass wir per Umlauf dann entsprechende Beschlüsse fassen, weil wir jetzt ja gar nicht wissen, was wir tun sollen. Okay. Ja. Gehen. Für mich ist das jetzt relativ einfach, aber ja. Gut. Redet übrigens nur die Präsidentin. So war es zumindest bis jetzt immer. Ja. Frank. Ja, du könntest, eigentlich kann ich es auch lassen, aber ich gehe auch davon aus, dass es 3 Minuten, 2 Minuten, 5 Minuten irgendwie die Präsidentin redet und dann ist gut. Nico, wir haben ja schon, also wie so eine Unterrichtung ablaufen kann, die Landesregierung kann auch ihre Redezeit gnadenlos überziehen, hatten wir auch schon. Ich glaube, das ist jetzt von der Resolution unabhängig, wie weit die Presse sich das angucken wird, wann sie ihr Zwischenfazit ziehen wird. Wird sie nicht davon abhängig machen, ob wir vorher die Resolution haben, glaube ich mal. Wir können das nicht, ja, wir wissen es nicht, natürlich. ja, insofern würde ich das aber auch nicht in Verbindung bringen damit. Falls wirklich eine Debatte, also Redebeiträge von jedem für die Resolution vorgesehen sind, das mag ja sein, das kommt ja noch. Also falls Redebeiträge von allen vorgesehen wären, würde ich anregen, die Unterrichtung auf den Freitag zu schieben. Ich möchte eins klarstellen. Es mag für uns nicht wichtig sein, dass wir da regelmäßig dran erinnern. Aber es ist sehr wohl wichtig, dass wir dieses Thema immer wieder öffentlich
diskutieren und auch in den Raum bringen. Das Thema ist extrem wichtig und es hat gerade aktuell doch noch wieder sehr viel Deutlichkeit erfahren. Wir können uns als Gesamtheit dieser Gesellschaft keine Geschichtsvergessenheit mehr leisten. Und solche Geschichten gehören, auch wenn sie nur kleine Bausteine sind, sicherlich dazu, das Ganze in Erinnerung zu behalten. Vielen Dank. Bitte? Gut. Ich genau, und glaube deshalb nicht, müssen wir, dass wir wenn ihr diskutiert, macht das mit Mikro, sonst kriegt es draußen keiner mit. Ich glaube eben nur nicht, und das war meine Aussage, dass wir da in irgendeinem Verdacht stehen, dass wir geschichtsvergessen wären. Das sind eher andere. Gut, also. Bleiben wir dabei. Erstmal, Grumpy, du informierst uns und wir fällen dann im Laufe des Tages per Umlauf den entsprechenden Beschluss, wie wir damit umgehen. Jo, dann kommen wir zu Top 7. Ich warte kurz aufs Protokoll als Erklärung für den Stream. So, Top 7, digitaler Kompass. Ergebnis des Beteiligungsprozesses. Teilnehmer des Beteiligungsprozesses sind zur Sitzung eingeladen worden. Wir reden über die Beschlussvorlage 62, finale Version digitaler Kompass. Sü. Bitte? Natürlich, hau rein. Geht nicht. Alles klar. Ja, nur ganz kurz, also ihr habt den Entwurf oder die jetzt finalisierte Fassung alle zugeschickt bekommen. Darüber wird heute abgestimmt. Wir können halt natürlich noch über jeden Punkt reden. Hintergrund ist, dass nach langer Vorarbeit von Lara, das ja dann mit Uwe gemeinsam fortgesetzt worden ist und Uwe irgendwann zuletzt unterstützt von mir, die Ergebnisse sowohl des einen Workshops, der stattgefunden hat, als auch der Online-Beteiligung, als auch dann der Kommentare von den Referenten und Referentinnen eingepflegt hat, die nach bestem und Gewissen sich jetzt in der aktuellen Fassung wiederfinden. Und wir hatten halt die Möglichkeit, noch einzelne Teilnehmerinnen von dem Workshop einzuladen. Zeit gefunden hat erfreulicherweise die Susanne, die jetzt auch hier sitzt, Susanne Holzgräfe, die ihr wahrscheinlich auch kennt aus der Piratenpartei. Der Prozess war ja im Grunde offen für jeden. Ja, ihr habt die Fassung vorliegen und die Idee war, die jetzt wie ursprünglich auch modular abzustimmen, wie das bei uns üblich ist, Punkt für Punkt durchzugehen. Wer noch Kommentare, Anregungen, Anmerkungen hat, müssen wir dann schauen, wie weit wir die übernehmen können noch oder inwieweit ihr sagt, ja, ist okay so, ihr findet alles, was kritikwürdig war, darin wieder. Danke. Gut, genauso würde ich jetzt auch vorgehen. Es geht immer darum, dass die Fraktion die vorliegende Version des jeweiligen Entwurfs des Punktes, des Themenbereiches, des Unterpunktes der Themenbereiche annimmt und beschließt und übernimmt damit, wenn der Beschluss gefasst ist. Da das sehr viele sind, 36 Stück, möchte ich gerne das relativ schnell durchgehen und frage deswegen, gibt es Rückfragen oder Anmerkungen zum ersten Punkt, öffentliche Daten zugänglich machen? Gibt es Anmerkungen oder Rückfragen zu Punkt 2, Medienkompetenzstrategie für Schulen erarbeiten? Gibt es Anmerkungen oder Fragen zu Punkt 3, Pflichtfach Informatik für alle Schüler einführen? Fragen oder Anmerkungen zu Punkt 4, digitale Flüchtlingshilfe bündeln, Sprachkurse ausbauen, Fragen beantworten und Vorurteile abbauen? Das sind die Punkte 1 bis 4. Einen mache ich noch, aber erstmal Simone. Frag doch einmal generell in die Runde, ob es grundsätzlich zu irgendeinem der Punkte von jemand Fragen oder Anregungen oder Anmerkungen gibt. Vielleicht kannst du es Das versuche ich gerade. Ich möchte sie nur für den Stream vorlesen, wie sie heißen. Okay. Langweilig. Ja, stimmt. Für uns hier schon. So. Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen zu Punkt 5, Mobilitätsinformationen zur freien Verfügung stellen?
Dann frage ich für die Punkte 1 bis 5, um den Block schon mal zusammenzufassen, gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir diesen Punkt in die finale Version übernehmen, diese 5 Punkte in die finale Version so übernehmen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das für die ersten 5 Punkte gemacht. Punkt 6 wäre politische Bildung und Information über Kinder- und Jugendrechte. UN, Kinder- und Jugendrechte. Gibt es da jemanden, der Anmerkungen, Fragen hat? Das sehe ich nicht. Punkt 7 ist die digitale Verwaltung vereinheitlichen. Auch da sehe ich keine Wortmeldung. Dann kommen wir in Themenbereich 2. Ich nutze, das ist Zugang und Teilhabe. Punkt 8 ist Pilotprojekt für digitale Rathäuser starten. Auch da sehe ich keine Wortmeldung. Schulen ans Netz bringen, Punkt 9. Punkt 10, öffentliche Infrastruktur beim Zugang zum freien Internet nutzen. Auch das nicht, dann frage ich auch für diesen Fünferblock, gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir das in die finale Version so übernehmen? Das ist nicht der Fall. Anmerkung zu Punkt 11, Gigabit-Strategie für den Breitbandausbau. Zu Punkt 12, kostenfreies Internet in Zügen anbieten. Punkt 13, Gefangenen die Teilhabe am Internet gestalten. Oh, ja, bitte. Zu Punkt 12. Allen. Zu allen. Du liest das jetzt fleißig vor. Ja. In den Punkten, das ist ja das Protokoll, was wir hinterher auch archivieren, ja, stehen die aber nicht drin. Ja. Es wäre schön, das nachträglich spätestens zu dokumentieren. Sonst ist das nicht mehr nachvollziehbar. Also die Überschriften der einzelnen Punkte ins, ja, Protokoll übernehmen. Ja, definitiv. Oder ein Link zu dem eigentlichen Dokument oder so, mir egal. Also ein Permanent-Link. Das, okay. Wer nächstes nimmt das mit, er nickt. Ja, weil so ist das halt hinterher nicht nachvollziehbar. Gut. Punkt 13. Gefangenen die Teilhabe am Internet gestatten. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. 14. Depublikationspflicht abschaffen. Auch nicht. Punkt 15, generelle Handyverbote an Schulen aufheben. Punkt 16, freie Bildungsmaterialien für alle schaffen. Punkt 17, wissenschaftliche Publikationen mit Open Access stärken und Potenziale ausschöpfen. Auch nicht. Punkt 18, Vorlesungen online abrufbar machen. Auch nicht. Das war der ganze Themenbereich 2. Gibt es bis Punkt 18 jemanden, der dagegen ist, den Text so in die finale Fassung zu übernehmen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Themenbereich 3, Datenschutz und Selbstbestimmung. Punkt 19 ist Privatsphäre und Sicherheit bei der Energieversorgung schützen. Dazu Fragen oder Anmerkungen. 20, Recht auf elektronische Kommunikation mit Behörden. Frank. Ja, hier müsste man eigentlich darauf aufmerksam machen. Natürlich soll es dieses Recht geben, aber auch gleichzeitig wiederum nicht die Pflicht, zum Beispiel die E-Mail zu benutzen, wenn man dieses Recht ausüben will. Das ist hier nicht berücksichtigt. Ich glaube aber, dass in einer Umsetzung man noch die Möglichkeit hat, tatsächlich so etwas wie die E-Mail dann auszuschließen. Das ist hier nicht erwähnt, wahrscheinlich nicht schädlich, dass es nicht erwähnt ist. Ich habe es nur angemerkt. Mhm. Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann 21. Recht auf verschlüsselten Informationsaustausch mit Behörden und staatlichen Stellen. Das greift da rein, sagt der Lukas. Ich mache das nochmal für mit im Mikro. Punkt 22, anonymer Fahrscheinverkauf. Punkt 23, Register aller Überwachungskameras. Punkt 24, wir stellen den Schutz der Privatheit an den Anfang jeder Überlegung. Einführung von Privacy Impact Assessments in Verwaltung und Ministerien. Punkt 25. Bildungsangebote im Bereich Privatheit, Datenschutz und Datensicherheit ausbauen. Punkt 26. Behörden für die Kontrolle von Datenschutz und Datensicherheit müssen stark aufgestellt sein.
Punkt 27, also Entschuldigung, das war der Themenbereich 3. Wenn es hierzu keine Fragen, Anmerkungen gibt, dann jetzt bis Punkt 26. Hat jemand was dagegen, wenn wir die so vorgestellten Texte aus dem Dokument übernehmen in die finale Fassung? Das ist nicht der Fall. Dann Themenbereich 4, Bürgerbeteiligung und Partizipation. 27, Einrichtung eines Landesministeriums, digitale Gesellschaft, Vernetzung, Datenschutz und Breitbandausbau. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Punkt 28, freie Netze fördern. Punkt 29, Bürgerbeteiligung an Großprojekten. Punkt 30, Bürgerbeteiligungsportal des Landes. Punkt 31, Bürgerbeteiligungsportal in der Kommune. 32, flächendeckend Mängelmelder für ortsbezogene Hinweise einrichten. 33, Whistleblowing-Plattform. 34, Transparenzportal der Bundesländer. 35, Freigabe von Live-Fahrplandaten. Und 36, digitale Arbeitswelt mitgestalten. Gibt es zu diesen Punkten irgendwo noch eine Wortmeldung? Das ist nicht der Nico. Ja, danke. Was mir jetzt nur gerade durch den Kopf geschossen ist, Punkt Arbeitsmarkt, will ich mal beschreiben, und das andere Whistleblowing, hat das einen besonderen Grund, dass die so relativ weit hinten gelandet sind? Es ist in dem Block mit drin. Also der gesamte Block ist Block 4. Warte, ich lese Ihnen mal den Titel genau vor, wenn ich nichts Falsches sage. Ja, dann Uwe, komm. So wie ich das verstanden habe, sind die Punkte nicht in irgendeiner inhaltlichen oder präferierten Reihenfolge, sodass wir sagen würden, okay, Punkt 1 ist der wichtigste und den wollen wir zuerst umsetzen, sondern das obliegt dann wieder rein hier irgendwie der Entscheidung von euch, dann zu sagen, okay, was würden wir denn gerne als erstes irgendwo in einem Antrag tatsächlich noch mit in eine Plenarrunde einbringen oder wozu würden wir gerne noch ein bisschen mehr die ganze Sache pushen. Also das ist überhaupt keine Reihenfolge, die in irgendeiner Weise irgendeinen Antrag präferiert. Ja, okay, ist klar, denke ich, aber der wird doch auch, ich meine, es gibt auch schon eine veröffentlichte Version, ne? Oder, und das soll auch veröffentlicht werden, soll, ja. Dann wird es doch da dann auch eine entsprechende, logisch notwendigerweise eine Reihenfolge der Punkte geben müssen, wenn ich irgendwas veröffentliche. Ne? Also sei es Papier, sei es online, irgendwo muss der Text ja anfangen und irgendwo muss er enden. Und genau. So, und wenn das dann halt relativ weit hinten landet, hat das ja auch eine, wenn auch nicht gewollte, aber vielleicht implizierte Aussage, die wir vielleicht dann so nicht gar nicht haben wollen. Also ich denke zumindest eine psychologische Wirkung, da gebe ich dir recht. Man könnte natürlich, wenn man am Ende noch das Dokument in Gänze veröffentlicht, hingehen und gucken, wie waren die Zustimmungsquoten bei den einzelnen Punkten und dann danach sortieren. Man kann natürlich auch würfeln, man kann sonst was machen. Innerhalb des Themen, also der Themenbereich steht halt hinten, das ist jetzt schwierig, aber es ist halt so. Und innerhalb des Themenbereichs kann man ja immer noch umstellen. Allerdings haben wir natürlich auch schon eine Publikation rausgebracht, das ist richtig. Und die Frage ist einfach, nach welchen Kriterien sortiere ich sowas? Ich kann natürlich, wie gesagt, die Zustimmung nehmen und dann sagen, das ist das Wichtigste. Ja genau, weil ansonsten, Entschuldigung, ich wollte mich nicht vordrängeln, aber nur da, kurz dazu, dann kommt das halt so an, wir haben hier so einen Hinweismelder für kritische Punkte, sag ich mal, ist ein guter Punkt, ja, finde ich auch gut. Und danach kommt irgendwann Whistleblowing, ist halt von der politischen Aussage vielleicht nicht so ganz glücklich. Also vielleicht sollte man da einfach nochmal das mit überlegen und dann mit einfließen lassen. Ich denke, da kommen wir auch, also da wird es keinen großen Streit drüber geben. Ich wollte es an der Stelle nur nicht untergehen lassen, sondern vielleicht nochmal darauf hinweisen, dann kann man das ja auch problemlos anpassen und es sollte kein großes Problem da sein. Ich wollte es nur gesagt haben. Weil wenn wir nach Zustimmung sortieren, ist der Hinweismelder immer noch vor Whistleblowing. Aber sei es drum. Gut. Wenn es dazu keine weiteren Anmerkungen gibt, dann hätten wir noch für den letzten Block jetzt die Frage, ist jemand dagegen, dass wir den vorliegenden Text in die finale Version übernehmen? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir alle Punkte
abgestimmt und kämen zu Top 8. Open-Antrag. Da gibt es eine Informationsvorlage und ich nehme jetzt mal den Hartmut dran. Ja, das ist der Björn hat einiges zusammengefasst. Das liegt jetzt auf dem Tisch. Ich habe das mal als Informationsvorlage zusammengepackt, damit jeder weiß, worüber man jetzt hier, worüber man entscheiden könnte. Also das ist das, was der Björn abgearbeitet hat. Alles, was er so abarbeitet, würden wir jetzt als Informationsvorlage zwischendurch einfach mal in die, unter diesem Tagesordnungspunkt in die Fraktion reintun. Wie damit weiter verfahren wird, ist eigentlich, ist das ja eigentlich der Marius-Geschichte, aber der ist jetzt heute ja beim Car-Office. Also wie damit jetzt heute verfahren werden sollte, ist keine Beschlussvorlage, sondern nur eine Information, ist, müsst ihr entscheiden. Ich möchte darum bitten, da das eine schöne Zusammenfassung ist, zu gucken, ob wir diese Informationsvorlage dann nicht auch öffentlich zur Verfügung stellen können. Weil normalerweise sind Informationsvorlagen ja für uns hier. Und in dem Fall ist das, gibt es zu jedem Antrag auch eine kurze Zusammenfassung. Und es wäre schön, wenn wir diese Informationsvorlage entsprechend vielleicht vernünftig noch schön formatieren und dann öffentlich stellen können. Weil dann kann jeder gucken, was mit den Open-Anträgen passiert ist. Und muss sich nicht hinter einem kryptischen I10 2016 verstecken. Gut, gibt es zu Open Antrag zu dem Top weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 9. Sprecherwahl habe ich hier stehen. Nico. Ja, ich wollte es noch komplementieren zu unserer Entscheidung zu der Ausschussbesetzung. Ich glaube, das war schon implizit auch mit darin enthalten. Ich hätte aber, glaube ich, gerne noch mal explizit von der Fraktion die Bestätigung, dass ich halt in den entsprechenden Ausschüssen auch die mich als entsprechender Sprecher bezeichnen kann. Also wir haben ja sonst hier auch die Verteilung bildungspolitische Sprecherin und verkehrspolitische Sprecherin, hast du nicht gesehen. Und das würde ich gerne auch herbeiführen. Ich glaube, den europapolitischen Sprecher bin ich auch, glaube ich, irgendwie so losgeworden. Da gab es auch, glaube ich, keine Wahl oder keine Entscheidung mehr dazu. Er gab sich dann auch aus der Sache. Aber hier hätte ich gerne halt den haushaltspolitischen Sprecher, rechtspolitischen Sprecher, ja, und den Sprecher im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss WestLB. Ja. Gibt es jemanden, der, ich mache jetzt die Abkürzung, dagegen ist? Gibt es jemanden, der dagegen ist, dass der Nico diese Sprecherposten bekommt? Der möge jetzt sich melden oder für immer schweigen. Nico, du darfst die Braut küssen. Ich weiß aktuell nicht, wie das genau funktioniert, aber... Robert auch nicht. Ich werde gleich mal gucken. Direkt nach diesem nächsten Top, der da heißt. Top 10, Umlaufbeschlüsse. Wir hatten zwei Stück in der letzten Woche. Einmal den 113511, das war der Umlaufbeschluss zum Thema Ausländerwahlrecht. Wir haben es gerade schon gesagt, es geht da um Nicht-EU-Ausländerwahlrecht. Und wir haben mit 11:0:0 bei 6 Nicht-Teilnahmen gesagt, wir wollen gerne auf diesen Antrag mit drauf. Und dasselbe gilt nochmal für den Umlaufbeschluss 113510, gemeinsamer Antrag Wahlalter, der mit 9:0:0 bei 8 Nicht-Teilnahmen positiv abgestimmt wurde. So, das zur Information. Und jetzt kommen wir zu Top 11, Sonstiges. Witzig ist, dass wir nach Top 11 noch einen Top 12 haben. Leider hat jemand die Überschrift dort vergessen. Aber sei es drum. Gut, gibt es was zum Thema Sonstiges? Das ist eure Chance, wenn ihr nochmal 3 Minuten Mikrozeit haben wollt. Ich fürchte, dass das nicht mehr der Fall ist seit einiger Zeit, dass jemand Mikrozeit haben will. Gut, dann kommen wir zu Top 12. Und das ist der Punkt Nachbesetzung Vorstand. Mein Problem ist, der Grumpy ist nicht da. Also machen wir doch jetzt Folgendes. Wir machen eine kurze Pause. Und zwar bis 10 vor.
damit jetzt nicht wieder das große Meckern losgeht. 13 Minuten bis 10 vor, bitte pünktlich diesmal. Nein, wir machen es so, bis 48. Bis 48 ist Pause und dann bitte wieder hier. So, ja, also wir haben einen Posten im Vorstand nachzubesetzen, nachdem der Olaf noch nicht zurückgetreten ist, aber er bittet um die Abstimmung, also schmeißen wir ihn damit dann raus, aber es ist, wie es ist. Ihr alle habt ja mitbekommen, was Olaf dazu gesagt hat. Es ist jetzt 4 Wochen her. Wir hatten jetzt mehrfach die Situation, dreimal die Situation, dass wir nur zu dritt im Vorstand da saßen. Wir haben auch schon mal da nur zu zweit gesessen und lang gewartet, weil der Vorstand nicht beschlussfähig war. Also wir würden gerne diesen Vorstandsposten nachbesetzen. Und damit quasi Olaf im Vorstand ersetzen. Da das eine Wahl ist und unsere Wahlregularien relativ klar sind dazu, frage ich jetzt einmal im Kreis, wer sich bereit erklärt, für den Vorstand zu kandidieren. Ich beginne links von mir und das wäre Simone. Du kandidierst, wenn du nicht Nein sagst. Du erinnerst dich. Lukas. Frank. Joachim. Nein. Dirk. Nein. Nico. Toso. Nein. Was ist Moni noch? Die Moni antwortet mir gerade. Ich lese ein Ja. Also sie konnte nicht Ja oder Nein tippen, aber sie konnte tippen, dass sie im Auto sitzt. Und sie tippt gerade wieder, also. Sie hat also nicht Nein gesagt. Sie hat nicht Nein gesagt. Hat sie Nein geschrieben? Nein, hat sie nicht. Damit ist das klar. Ja. Moni kandidiert. Perfekt. Ich weiß nicht, warum sie im Auto sitzt. Sie war gerade noch im Car-Office. Ich wollte sie am Car-Office fragen, aber die sind ja nicht mehr online. Gerade noch im Car-Office, jetzt auf unserer Showbühne. Keine Ahnung. Sag es nochmal, die sind offline seit? Also mitten in der Pause. Die Moni schreibt, okay. Okay heißt nicht nein und damit haben wir eine Kandidatin und das ist die Moni. Ich habe mit ihr mal drüber gesprochen und sie war jetzt nicht abgeneigt. Jetzt schreibt sie wieder. Ja, sie hat Ja geschrieben. Gut. Bitte? Solange das Handy in einem Halter ist, ist das vollkommen legal, gar kein Problem. Doch, das ist richtig, lest das Gesetz, ich möchte so gern mal angehalten werden. Liebe Polizei, ich gucke jetzt in diese Kamera, haltet ihr mich bitte mal an und dann können wir das mal durchprozessieren. Ja, ich brauche nicht weiter, wir müssen jetzt eigentlich nur warten auf die Wahlzettel und... Hallo, liebe Polizei, bitte haltet mich mal an, dann können wir das durchprozessieren. Im Gesetz steht, man muss dafür die Hand an das Gerät legen und es in der Hand halten. Ja, ich halte es aber nicht in der Hand, wenn es in einem Halter ist. Und deswegen können wir das gerne durchprozessieren. Gut, ich werde jetzt oben nachfragen, ob und wie. Ich glaube, die machen schon die Zettel. Kurze Pause. Ich wollte nur darauf hinweisen, es wäre ziemlich wichtig, dass wir heute den 13. Tagesordnungspunkt und die Personalien noch sehen. Können wir vielleicht irgendetwas vorziehen von der Zeit her?
Hat jemand etwas dagegen, dass wir, oh Frank, Entschuldigung, also hat jemand etwas dagegen, dass wir dann hiermit den öffentlichen Teil beenden, das Einwerfen der Zettel gleich in die Urne im, nee, wir kommen nicht wieder online. Nee, müssen. Tut mir leid, aber das wäre technisch wirklich blöd, das jetzt zu unterbrechen und dann wieder anzumachen. Also hat jemand was dagegen, dass wir diese Wahl gleich im mitarbeiteröffentlichen Teil durchführen, damit wir jetzt mit der Tagesordnung fortfahren können? Wir können das auch aufzeichnen, oder? Mir ist das egal. Das ist, Leute rennen im Kreis, werfen Zettel in eine Urne. Ja, gibt es jemanden, der sich dagegen ausspricht, damit wir mit der TO fortfahren können? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich das jetzt so machen. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt vom Stream. Auf Wiedersehen bis zu in 2 Wochen. Dann sehen wir uns in, steht das schon fest, ich habe keine Ahnung. Frank, du meldest dich die ganze Zeit, möchtest du? Okay, ich bin fertig, so zerbröselt der Keks nun mal. Darf ich? Ich wollte fragen, ob etwas dagegen spricht, wenn die Janine Budelmann, Wirtschaftsingenieurin, bei dem mitarbeiteröffentlichen Teil der Fraktionssitzung dabei ist. Also von meiner Seite, in meinem Top nicht. Daniel? Gut. Auch da in meinem Top nicht. Gut. Wiedersehen, Stream.